herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und es ist mal wieder ein Neuzugänge-Video. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 neue Bücher in den letzten Monaten, im letzten Monat, glaube ich. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange das letzte Video hier her ist. Habe ich mir gekauft und die meisten davon kennt ihr schon, wenn ihr meine Weekend-Vlogs mitverfolgt. Da halte ich das ja dann auch ab und zu noch in die Kamera. Ich werde die hier trotzdem alle nochmal zeigen und kurz anreißen. Und ja, ich würde sagen, dann fangen wir mal an. Das älteste Buch, oder beziehungsweise das Buch, das ich mir, glaube ich, vor circa einem Monat oder so gekauft habe, ist S von J.J. Abrams, das hier noch in einem sehr schicken Schuber ist und eigentlich The Ship of Theseus heißt, oder Theseus, von F.M. oder V.M. Straka ist. Beziehungsweise, es heißt, also es ist S von J.J. Abrams, aber gleichzeitig auch noch ein anderes Buch, das muss ich erklären, von J.J. Abrams und Doug Dorst, übrigens, da. So, und das werde ich euch jetzt mal ein bisschen versuchen zu erklären. Das Buch, das hier drin ist, heißt nämlich eigentlich Ship of Theseus und es geht hier in diesem Buch einmal um das Ship of Theseus, also steht halt ganz normales Zeug vom Ship of Theseus drin, also sozusagen die Geschichte. Also das hier ist sozusagen, also das Buch ist das Ship of Theseus und es ist ein Büchereibuch, wie man unter anderem daran sehen kann, dass hier ein Sticker drin ist und hier vorne steht auch Book for Loan drin. Warte. Book for Loan, also ein Buch, das man sich ausleihen kann, soll. Hier hinten sind dann auch noch Stempel drin von den Leuten, die das schon ausgeliehen haben und dann steht hier zum Beispiel auch, was ich so übel geil finde, so ein bisschen gestempelt, da oben keep this book clean, so wie in so einer richtigen Bücherei, wo du dir vorstellst, wie die Leute irgendwie dann halt so machen, nächstes Buch und so, voll cool. Ja, auf jeden Fall geht es hierbei um dieses Buch. Der Autor dieses Buches, wie in der Anmerkung vorne auch gesagt wird, ist nämlich verstorben und er hat das Buch nie wirklich zu Ende geschrieben. Und es geht jetzt in diesem Buch darum, dass zwei Menschen, wie die heißen, weiß ich noch gar nicht. Also ich bin noch nicht wirklich weit. Ich habe das nur mal angelesen gehabt, noch nicht weitergelesen. Auf jeden Fall geht es hier um zwei Leute. Der eine, der hat das Buch aus der Bücherei geklaut, mehr oder weniger, und hat es liegen lassen. Und dann findet das jemand und er gibt es dann wieder bei der Bücherei ab und schreibt dann irgendwas rein. Ich glaube, ich habe dein Buch gefunden oder so. Und dann leiht er es wieder aus, beziehungsweise klaut es wieder, da bin ich mir auch nicht so sicher. Auf jeden Fall ist es dann so, dass er dann diese Notiz von ihr in dem Buch sieht und ihr dann sozusagen zurückschreibt, das Buch wieder liegen lässt. Sie findet es wieder, bla 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 bla. Und so geht das dann hin und her die ganze Zeit im Buch. Und diese beiden schreiben sich also in dieses Büchereibuch hier, Ship of Theseus, schreiben sie sich Notizen. Und letztendlich geht es darum, dass die beiden zusammen versuchen wollen herauszufinden, wie das Buch denn geendet hat. Und sie interpretieren eigentlich das gesamte Buch. Hier seht ihr zum Beispiel ein paar dieser Notizen, die ich leider nicht wirklich scharf stellen kann, wenn meine Kamera das nicht macht. Da. Alles in Englisch auch, wie ihr seht. Das ist ein englisches Buch. Mal gucken. Hier ist das, eigentlich ist es so, dass die komplette Seite halt sozusagen blank ist, also weiß. Und hier nur Ship of Theseus draufsteht, aber hier haben sie sich halt gegenseitig schon reingeschrieben. Hier zum Beispiel, hey, I found your stuff. Also ich habe dein Buch gefunden, bla 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 bla. Also das Mädchen heißt Jen. Ich kann mir so gut Namen merken. Ja, und wie hier unter anderem hier auch schon sehen könnt, ist dieses Buch ein wenig auf alt, also krass auf alt gemacht. Also die Seiten, besonders die Ränder und so, wie ihr hier seht, sind schon verblichen. Hier sind so Flecke drauf und so. Und das ganze Buch riecht auch wie ein altes Buch und ist auch generell sehr, 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 sehr cool gemacht. Also es ist kein normales Buch, sondern, also mal abgesehen von der Tatsache, dass es ein Buch im Buch ist, ist es so, dass es halt unglaublich krass gestaltet ist, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist auf jeden Fall dieses Büchereibuch. Es ist auf Büchereibuch gemacht. Es hat diesen Sticker hier drauf. Es hat hier hinten das alles drauf, die Stempel drauf. Es ist auf alt gemacht. Es sieht halt auch ganz schön benutzt schon aus. Ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt haben,
aber das Buch riecht alt. Ich habe das meiner Mutter gegeben und sie hat gesagt, das riecht, als hätte ich das gerade vom Staub befreit. Und unter anderem sind in diesem Buch auch noch, ich muss mal gucken, dass ich was finde, Sachen drin. Hier ist zum Beispiel ein Telegramm drin und hier ist ein Zeitungsausschnitt. Die muss ich wieder reinlegen, weil es geht immer darum, die beiden schreiben sich zum Beispiel, habe ich irgendwo was gelesen gehabt hier, da schreiben sie sich zum Beispiel, wo jemand im Urlaub war und dann ist hier so eine Karte und dann steht hier hinten auf der Karte auch was drauf und so. Also es ist alles richtig, richtig cool gemacht und ich weiß noch nicht genau, wie ich das Buch lesen soll, ob ich zuerst die Geschichte an sich, dieses Ship of Theseus lesen soll und dann nochmal die Kommentare oder ob ich das parallel lesen soll. Da sind sich die Leute, die das bis jetzt gelesen haben, auch noch nicht so ganz einig, aber ich fand die Idee halt mega cool, dass mit diesem Buch und dass da so viel Zeugs drin ist. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache und wann ich das mache. Auf jeden Fall habe ich es jetzt schon mal und ich finde die Idee einfach hammer, mega, super cool. Ja, das nächste Buch ist ein Taschenbuch von Jenny Hahn und zwar ist das To All the Boys I Loved Before. Das habe ich, ja, ich habe alles schon mal gezeigt im Weekend Vlog. Es geht hier um, wie heißt sie denn? Lara Jean heißt sie, das steht da oben sogar, hupala, also sie, die, ich denke mal, ich gehe mal davon aus, dass es das Mädchen hier vorne ist. Diese Lara Jean, die hat mit ihren Beziehungen bis jetzt immer so gepflegt, dass wenn eine Beziehung zu Bruch gegangen ist, dass sie danach, nach dem Beenden der Beziehung, einen Brief an die jeweilige Person geschrieben hat. Und hat sich bei diesem Brief kein bisschen zurückgehalten. Sie hat die positiven Aspekte, aber auch die negativen Aspekte beleuchtet, warum sie sich getrennt haben zum Beispiel. Und schreibt das alles in einen Brief an diese Person. Und wie gesagt, lässt sich dabei sehr aus. Und dieser Brief, auf den sie dann auch die Adresse von demjenigen schreibt, wird aber niemals abgeschickt. Also sie schreibt die Briefe, kauft sich eine Briefmarke, schreibt die Adressen drauf und legt den Brief dann aber anstatt in ein Postfach in eine kleine Herzdose, die sie mal von ihrer Mutter geschenkt bekommen hat. Und ja, das hilft ihr dann dabei. Nachdem sie diesen Brief geschrieben hat, ist dann sozusagen ihre Beziehung abgeschlossen. Und in diesem Buch geht es halt darum, dass diese Kiste mit den Briefen gefunden wird und durch wahrscheinlich, denke ich mal, einen Zufall ist es dann so, weil jemand halt die Briefe findet und sich denkt, hey, die wurden irgendwie nicht abgeschickt, aber da ist ja Briefmarke und Adresse drauf, die müssen abgeschickt werden, werden diese Briefe auf jeden Fall abgeschickt und Lara muss dann mit den Konsequenzen klarkommen, davon, dass halt diese ganzen Sachen, die sie geschrieben haben, die sie geschrieben hat, dass die halt dann ans Licht kommen. Und ja, das fand ich eigentlich ganz cool. Im Englischen heißt das hier Contemporary Novel. Das ist sowas wie eine Art Gegenwartsroman. Es ist aber auch nicht komplett romantisch. Also es ist, bei uns wird das wahrscheinlich Roman heißen. Ich bin gespannt auf das Buch. Und ja, sieht auch echt cool aus. Also normalerweise mag ich das nicht, wenn so Menschen auf dem Cover sind. Aber bei dem Buch hier sieht das irgendwie gut aus. Das nächste Buch ist der zweite Band von Nachtsonne, und zwar heißt der zweite Band Der Weg des Widerstands. Das habe ich auch schon, also da bin ich gerade dabei, das zu lesen. Sieht man das? Ja, ne? Also den oberen Teil, also den Teil hier, den habe ich schon fertig gelesen und den Teil hier muss ich noch lesen. Das sind so circa die letzten 100 Seiten und bis jetzt war es immer so, also ich wollte die letzten 100 Seiten in einem Rutsch lesen. Ich wollte nicht immer nur ein Kapitel lesen und dann nicht weiterlesen und so. Und deswegen habe ich das jetzt noch nicht zu Ende gelesen. Ich denke, sogar heute werde ich wahrscheinlich dazu kommen, es zu Ende zu lesen. Bis jetzt kann ich auf jeden Fall sagen, es ist ein echt, echt wirklich gut gelungener zweiter Teil. Also die Autorin hat es echt drauf. Wenn es so bei anderen Reihen so ist, gerade bei Trilogien, dass das erste Buch so super toll war und dann das zweite Buch nicht so toll ist, hat sie es irgendwie hier geschafft, die Spannung zu halten. Das ist richtig, richtig cool. Gefällt mir richtig, richtig gut. Viel mehr konnte ich euch dazu nicht sagen, weil ich ja nicht weiß, ob ihr den ersten Teil schon gelesen habt. Es ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Was ich ein bisschen schade finde, was aber irgendwie auch cool ist, also ich weiß nicht, ist halt, dass der erste Band fast komplett genauso aussieht wie der zweite Band. Also es ist halt nur so, dass hier noch dieser Riss ist und dass dann da zwei Menschen stehen und hier ist halt nur Nova, die halt hier rumrennt. An sich finde ich aber, sind mir die Cover irgendwie ein bisschen zu gleich. Also komplett, die Schrift ist ja gleich geblieben und alles ist ja komplett gleich geblieben. Auch wenn du die so nebeneinander stellst, könnte das irgendwie der erste, also die könnte beides der erste Teil sein, wenn du nicht genau hinguckst. Das finde ich ein bisschen schade.
Aber sonst gefällt mir das Buch auf jeden Fall sehr gut. Und ich freue mich schon drauf, also teilweise freue ich mich darauf, es zu Ende zu lesen, weil es recht spannend ist im Moment. Und ich frage mich, wie es ausgeht. Und generell hat sie den. Der erste Teil war ja in sich relativ abgeschlossen für eine Reihe. Also es war kein mieser Cliffhanger und so. Und es ist sozusagen so, dass in jedem Buch eine Thematik behandelt wird. Im ersten Buch wird zum Beispiel die Thematik generell der Hubs und so behandelt. Im zweiten Teil geht es halt um was anderes und es spielt auch ein bisschen später und bla 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 bla. Und jetzt frage ich mich halt auch, wie es im dritten Teil passiert. Das Problem ist halt nur, dass der dritte Teil jetzt gerade erst noch geschrieben wird und ich nicht weiß. Also ich hatte ja das Glück, dass ich beim ersten Teil den gelesen hatte und 1-2 Wochen oder danach oder so, da war der zweite Teil dann schon draußen. Da konnte ich mir dann gleich den zweiten Teil kaufen und dann jetzt auch mehr oder weniger gleich lesen. Und das war echt cool. Jetzt muss ich halt leider wahrscheinlich noch ein paar Monate auf den dritten Teil warten, der aber wahrscheinlich noch Ende des Jahres erscheint. Da freue ich mich auch schon drauf. Und es ist auf jeden Fall eine echt, echt klasse Dystopie-Reihe. Und ich finde, also bis jetzt finde ich es sogar besser als die Bestimmung. Also sie kann sich da sogar mit Veronica Roth messen. Nur mal so, um euch das irgendwie nicht klar zu machen. Dann ein Buch, das recht, die Geschichte dahinter ist recht interessant. Es ist Wolfszeit bei Nina Blason, von Nina Blason, Entschuldigung, aus dem Ravensburger Verlag. Es ist auf jeden Fall so gewesen, wir hatten mal, ich stelle das mal hier so hin. Also wir hatten mal vor 2 Jahren, glaube ich, sind wir aufgetreten bei uns in der Stadt Neubrandenburg auf dem Viertore-Fest. Das Viertore-Fest ist sowas wie das Stadtfest. Und da war es so, dass wir halt aufgetreten sind und der Hugendubel hat uns ein paar seiner Bücher geschenkt. Und da war zum Beispiel, das kann ich mich noch gut dran erinnern, Angel Summer bei. Und da habe ich mich irgendwie mit einer Freundin drum gekloppt, halb mehr oder weniger. Also so krass war es nicht, aber ich wollte das irgendwie auch haben, weil ich dafür darüber schon einiges gehört habe. Ich habe letztendlich, habe ich mir das von ihr ausgeliehen, die ersten 100 Seiten gelesen, sie wieder zurückgegeben. Also von daher. Und auf jeden Fall war das vor 2 Jahren. Und vor 2 Jahren war das bei mir ja noch nicht so mit den Wölfen und Fantasy und alles. War ja noch nicht so meins. Und das hat vor 2 Jahren keiner mitgenommen. Und jetzt ziehen wir ja um vom Theater aus notgedrungen und es ist so, dass wir halt auch so ein bisschen ausmisten. Und da ist meiner Theaterleiterin halt übel mal aufgefallen, dass da einfach noch ein paar Bücher drin waren. Da war, glaube ich, noch ein Kochbuch drin in diesem Korb von da und so. Dann waren da noch ein paar Blumendeutungsbücher drin, davon habe ich auch eins mitgenommen. Und irgendein Liebesroman war da noch drin, also nichts für mich noch. Und dann war halt Wolfszeit von Nina Blason da drin. Und das ist ja für mich bis jetzt, also Nina Blason wollte ich schon die ganze Zeit lesen. Also ich hatte auf der LBM, da habe ich Sternkuss von ihr, hoffentlich heißt das so, ich glaube es heißt Sternkuss von ihr, gesucht. Und mehr oder weniger zum Glück nicht gekauft, denn jetzt habe ich mir irgendwie im Hugendubel das erste Mal den Klappentext durchgelesen. Ich glaube, das Buch ist mir ein bisschen zu freaky. Auf jeden Fall habe ich aber schon sehr viel Gutes über Nina Blason gehört. Dann geht es hier halt auch noch um Wölfe, womit ich ja im Moment auch ganz cool klarkomme. Und genauer gesagt geht es ja darum, also es spielt, ich weiß gar nicht, 1400, 1500? Lass mal kurz gucken, ob das hier ein bisschen spielt. Es spielt auf jeden Fall in der Vergangenheit. Ja, es spielt auf jeden Fall in der Vergangenheit. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, wann. Und es geht darum, dass in einem französischen Ort, und zwar in Gévaudan, passieren seltsame Morde. Und einige, also die Opfer sind sehr zerfleischt und ein paar Leute haben Angriffe von was auch immer es war überlebt und haben berichtet, dass was auch immer es war sehr aussieht wie ein Wolf. Und es geht in diesem Buch halt darum, dass es halt eine wilde Bestie ist, die halt die Leute umbringt. Und die Leute versuchen herauszufinden, was es nun wirklich ist. Ob es wirklich ein Wolf ist und wenn es ein Wolf ist, warum er denn die Menschen angreift. Und das Ganze basiert sogar auf einer wahren Geschichte bzw. auf einem wahren Fall. Und zwar war es irgendwann mal zu einer bestimmten Zeit, die ich gerade leider nicht weiß, so, dass da früher wirklich so ein Kriminalfall war, in dem ermittelt wurde. Da hat ein Wolf, so wurde er jedenfalls beschrieben, ich glaube 20 Menschen oder so getötet. Und ja, die Autorin, also Nina Blason, die hat sich mit dem Thema halt ein bisschen beschäftigt, hat recherchiert und hat dann ein echt
dickes und auch wirklich detailliertes Buch dazu geschrieben. Wirklich detailliert kann ich bis jetzt sagen, weil erstmal ist hier ganz vorne und auch hinten eine Karte drin. Eine Karte in einem Buch heißt eigentlich schon mal immer cool und detailliert und man kann dann immer noch gucken, wo man denn jetzt... Also wenn zum Beispiel im Buch beschrieben wird, er geht von da nach da, dann kann man halt gucken, wie man ist zum Beispiel. Dann ist es so, dass es hier eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also ein Inhaltsverzeichnis von Leuten gibt sozusagen. Bei Romeo und Julia steht das dann zum Beispiel, da steht dann hier zum Beispiel so Sachen wie Monsieur de Beaufort ist Naturforscher und Verfasser der allgemeinen und speziellen Geschichte der Natur. Thomas Auvray ist Schüler des Königlichen Zeichenakademie und Assistent von Monsieur de Buffon. Charles Auvray ist Thomas Vater und Handschuhfabrikant. Jean de Vaubrenier ist eine angehende Mätresse. Dann wird die wahrscheinlich anders ausgesprochen von König Louis dem XV. 15. 14. 15. 15. glaube ich. Monsieur de Berry ist Kuppler und Intrigant mit Kontakten zum Königshof. Claire de Trémy ist Nichte des Grafen de Trémy. Monsieur d'Alverdi ist königlicher Finanzkontrolleur, zuständig für die Finanzen und Jagden, bla 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 bla. Dann gibt es ja noch die offiziellen Bestenjäger. Dann gibt es noch in diesem Ort ein paar Leute, die da zuständig sind, und das steht dann hier. Also es treten halt auf die Versailler Gesellschaft und so. Und ich finde es halt einfach immer übel krass, dass hier aufgelistet ist, wer in diesem Buch vorkommt und was wer macht. Weil ich denke einfach, bei so einem dicken Buch heißt das dann für mich, dass es viele Verknüpfungen gibt und ganz viel Gedönszeugs und dass man oft, also dass man leicht vergessen könnte, vielleicht dass man leicht den Überblick verlieren könnte und dass dafür, dass nicht der Überblick verloren werden kann, halt das gemacht worden ist. Und es klingt halt wirklich, als wäre es ein sehr, sehr detailliertes Buch. Das Buch hat über 560 Seiten. Wenn ich das schaffe, kann ich euch sogar sagen, wie viele genau das Buch hat. Mit Danksagung. Ist das eine Danksagung? Nicht mal. Hier sind gar keine Seitenzahlen mehr drauf. Ist das hier eine Leseprobe oder gehört das zum Buch dazu? 567, 66. Ah ja, hier hinten ist eine Leseprobe drin. Krass. Also es hat 568 Seiten. Dann ist hier hinten noch eine Leseprobe drin von Nina Blasons Totenbraut, was auch sehr cool ist. Cool, 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 cool. Und hier hinten ist dann nochmal eine Karte drin. Und ja, das finde ich auf jeden Fall cool, freue mich schon drauf, muss man sich nur wahrscheinlich auch halt Zeit für nehmen, deswegen weiß ich nicht, ob ich das so bald lesen werde. Puh, wir sind schon wieder bei 18, 19 Minuten, da muss ich mich ein bisschen beeilen, 4 Bücher haben wir noch. Das nächste Buch ist Everything Leads to You bei Nina Lacour. Und ja, wie ihr wahrscheinlich schon wieder hört, ist das wieder ein englisches Buch, wieder eine Contemporary Novel. Eine Contemporary Novel, die ich zusammen bestellt habe mit To All the Boys I Loved Before, weil ich da gerade einen englischen Booktuber-Haul-Schub hatte und mir dann all ihre Hauls angeguckt habe und die halt so ganz viele übel coole Bücher hatten, wie zum Beispiel Everything Leads to You, das hier hinten auch sehr schön aussieht und ich auch unter dem Schutzumschlag echt schön finde, weil das eine richtig, richtig schöne Farbe hat. Leider kommt das gerade im Video mal so gar nicht zur Geltung. Das ist nicht, wie ihr das jetzt irgendwie leider seht, warum auch immer, so ein richtig, richtig, also es ist kein mattes Lila, sondern es ist so ein richtig cooles, herausstechendes Lila irgendwie. Also es finde ich, sieht richtig, richtig cool aus. Irgendwie ist das viereckig gebunden. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, aber sonst ist es eigentlich richtig cool. Dann fässt sich das hier so ein bisschen an wie Nachtsonne. Wieder so ein bisschen, ach, ich bin immer schlecht im Beschreiben, also es fässt sich halt so cool an. Und ja, es geht hier um, wie heißt sie? Amy Price oder Amy Price. Amy Price arbeitet als, wie nennt man das? Sie macht sozusagen Bühnenbilder für Filme, Kulissenbildnerin oder so. Und das ist ihr Beruf, das macht sie halt, freut sie sich drüber, kriegt sie Geld für. Und ihr Bruder, der fährt irgendwie weg
und überlässt ihr seine Wohnung in Los Angeles. Und er sagt dann, I want you to do something with this place, something epic. Also ich möchte, dass du etwas mit diesem Platz machst, etwas richtig, richtig Cooles. Und jetzt muss sie herausfinden, ja, auf jeden Fall, was sie mit der Wohnung machen soll. Und dann geht es auch noch darum, dass, ich hoffe, ich bringe das gerade nicht durcheinander, sie einen Brief findet, der an jemanden bestimmt adressiert ist und den will sie dann auch noch zurückbringen. Auf jeden Fall soll das ein 5-Sterne-Buch sein. Super, super cool, super, super gut geschrieben. Und was ich auch besonders cool finde, ist halt auch die Tatsache, guck mal, hier drin ist das sogar nochmal drauf. Was ich besonders cool finde, ist die Tatsache, dass sie halt diese Bühnenbild, Kulissenbauerin ist. Oh, hier sieht auch schön aus. Diese Kulissenbauerin ist und man halt im Buch auch hinter die Kulissen von einigen Filmen zum Beispiel geführt wird. Ich glaube jetzt nicht von bestimmten Filmen, die man kennen sollte oder so, aber generell halt, ich mag ja auch, ich gucke mir auch fast immer auf allen DVDs die Making-ofs an und hier sieht man halt zum Beispiel, wie die Kulissen entstehen und so. Das finde ich richtig, richtig cool. Und ja, das ist Everything Needs to You von Nina Lacour. So. Und die drei, die ich jetzt zeige, die habe ich in einem Wisch vor 2 Tagen, glaube ich, gekauft, weil ich gerade schon wieder ein bisschen Geld hatte und das natürlich sofort wieder auf den Kopf klappen musste, weil ich auch schon wieder zu viele Wünsche hatte und dann bin ich in Thalia gegangen, habe ich mir irgendwie nichts von dem gekauft, was ich eigentlich kaufen wollte, sondern 3 komplett andere Bücher. Eins davon ist zum Beispiel Der Tag wird kommen von Nina, hoffentlich spreche ich das richtig aus, Nina Vogt Özthil oder Özthil. Und hier geht es um einen Jungen, soweit ich das verstanden habe, der gemobbt wird, krass in der Schule. Unter anderem ist es dann auch noch so, dass seine Mutter keine Zeit für ihn hat und dass sein Vater sich wünscht, dass er nie geboren wäre. Der mieseste Schlägertyp der Schule hat das auf ihn abgesehen. Und ja, sie dreschen auf ihn einen Tag für Tag. Und dann steht hier zum Beispiel... Jawohl, das muss ich vorlesen. Also es geht halt jetzt darum, dass er sich dann halt irgendwann wehrt. Und hier steht zum Beispiel, nach Jane Tellers Nichts, ein neuer, beeindruckender Jugendroman aus Skandinavien. Ein erschreckendes Gedankenspiel, das so schnell einen nicht wieder loslässt. Und hier steht, ein packendes Debüt, das sich mit einer brisanten Frage beschäftigt. Wird man böse geboren oder ist es die Gesellschaft, die einen böse macht? Ein Buch, das alle betrifft. Steht hier zum Beispiel auch noch und ich denke, also so genau steht das hier hinten nicht, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist es halt so, dass er sich dann, denke ich mal, irgendwann wehrt und dann irgendwas macht. Also ich weiß nicht, ob er einen Amoklauf startet oder irgendwas anderes. Irgendwo hatte ich auch gelesen, das Buch spielt nach den, also es wurde geschrieben, nachdem bevor dieser... Oh, wie heißt das dann? Da ist hier dieser Typ, der diese Bomben gemacht hat. Steht das hier? Also es kann auch sein, also der macht halt irgendwas richtig krasses und er wehrt sich dann halt. Und ja, darum geht es in diesem Buch. Das habe ich mir schon mal angeguckt. Das fand ich echt richtig interessant. Das Cover sieht auch recht interessant aus. Also ihr könnt das nicht so genau sehen. Ich glaube, ihr könnt das auch nicht so genau sehen, wenn ich euch das hier hinhalte. Aber hier zum Beispiel bei seinem Auge, das sind so Wolfszähne, glaube ich. Hier ist es hier hinten auch nochmal drauf. Und ja, also wie gesagt, dieses Buch beschäftigt sich halt mit der Frage, ob man böse geboren wird oder ob man von der Gesellschaft böse gemacht wird. Und irgendwie hört sich das richtig, richtig klasse an. Es ist ziemlich dünn. Ich glaube, es hat knapp über 200 Seiten. 240 Seiten. Ja, hier steht nochmal, Der Tag wird kommen, ist der erste Jugendroman und entstand noch vor dem Breivik-Attentat in Norwegen. Der Breivik-Attentat ist das, was ich vorhin meinte. Und ja, da freue ich mich schon drauf, das zu lesen. Und dann machen wir mal weiter. Schon viel zu viel Zeit vergangen. So, Jesse Andrews hat geschrieben, Ich, Earl und das sterbende Mädchen. Das habe ich mir auch gekauft. Ein sehr farbenfrohes Cover. Wahrscheinlich das farbenfrohste Cover bis jetzt in meinem ganzen Dingsgedöns. Egal. Wie ihr seht, wieder so komisch viereckig gebunden. Das fällt mir irgendwie mal auf. Ich weiß auch gar nicht, warum. Hat auch wieder eine sehr, sehr schöne Farbe unterm Schutzumschlag, die wieder nicht so schön zur Geltung kommt. Bei euch sieht das irgendwie jetzt gerade babyblau aus. Es ist so ein Türkiston, ein richtig schöner. Ich weiß nicht, leider kann ich das auch nicht großartig anders zeigen. Passt auf jeden Fall auch irgendwie sehr gut zu dem Schutzumschlag. Und es geht hier um, wie heißt er? Greg. Greg, der ist 17 Jahre alt und der geht auf...
besucht die Abschlussklasse der Highschool. Die Schule nervt ihn, aber er hat eine Strategie gefunden, um dem Ärger aus dem Weg zu gehen. Er hält sich einfach aus allem raus, bis seine Mutter ihn darum bittet, Zeit mit der unheilbar kranken Rachel zu verbringen. Greg ist gerade alles andere als begeistert, doch dann findet er einen ungewöhnlichen Weg, Rachel näher zu kommen. Gemeinsam mit seinem besten Freund Earl dreht Greg einen Film für sie. Ja, das finde ich auf jeden Fall cool. Hier steht zum Beispiel, Jesse Andrews braucht den Vergleich mit John Green nicht zu scheuen, original, komisch und ungemein berührend. Also es ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Fault in Our Stars. Und auch, dass da so ein bisschen die Idee, dass da ein Film gedreht wird. Ich wusste halt nicht genau, was sie machen. Ich dachte erst, die drehen einen Film über sie, aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall fand ich die Idee echt cool. Und ja, wie gesagt, so ein bisschen Fault in Our Stars mäßig. Die Kapitel sind auch ganz cool gemacht. Hier ist zum Beispiel der Kapitelanfang mit dieser coolen Gedöns und so. Kamera. Ich kann heute nicht mehr reden. Und dann gucke ich mal kurz, wie viele Seiten das Buch hat. Das Buch ist übrigens im Heine Verlag erschienen. Und das Buch hat ohne Danksagung 300 Seiten, mit Danksagung 301 Seiten. Und ja, dann habe ich mir noch gekauft Blind Walk von Patricia Schröder. Ne? Diese Frau. Und das ist das mit dickste Buch, das ich mir bis jetzt gekauft habe, glaube ich. Es hat 500, nicht mal, 400, oh, 446 Seiten anstatt eine recht große Schrift anscheinend, was eigentlich echt nicht schlecht ist. Und auch unter dem Schutzumschlag, also ich finde, das sieht irgendwie voll cool aus, auch mit Schutzumschlag. Unter dem Schutzumschlag haben sie sich wenigstens ein bisschen was einfallen lassen. Da sind halt diese Zweige dann gelb hervorgehoben. Und es geht da um, ja, ist schwer zu schreiben, um 7 Jugendliche, die sich zu einem Blind Walk anmelden. Also ihr kennt vielleicht sowas wie einen Zombie Walk. Da verabredet man sich halt, um an einem bestimmten Punkt sich zu treffen und dann sich zu schminken und dann zusammen als Zombies rumzulaufen. Und was genau ein Blind Walk ist, das wussten alle nicht so genau. Glaube ich, bla bla bla, ahnt niemand, auf welch ein lebensgefährliches Abenteuer sie sich einlässt. Also, ich weiß nicht, ob das gesagt wird, was ein Blind Walk ist. Auf jeden Fall treffen, sollen da sich Leute treffen und die machen dann halt irgendwas zusammen. Und es geht halt dann darum, dass, ja, es dann zu einem lebensgefährlichen Spiel wird, aber, ja, lebensgefährlich für sie natürlich. Ein Fremder scheint dann auf der Jagd nach der Gruppe zu sein und es vor allen Dingen auf Lida, unsere Protagonistin, abgesehen zu haben. Und trotz aller Vorsicht gerät sie eines Morgens in seine Fänge und muss zu ihrem Entsetzen erkennen, was für ein grausiger Plan hinter dem ganzen Event steckt. Klingt auf jeden Fall richtig, 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 richtig toll. Es sind schon wieder alles Bücher, die ich am liebsten alle sofort lesen möchte. Richtig, 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 richtig cool. Und da freue ich mich auch. Cool, 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 cool. Also freue ich mich richtig drüber. Hier ist nochmal ein Blind Walk und hier war nochmal die Äste. Das finde ich immer schön, wenn das hier drin auch noch gestaltet ist. Ich mag, ich lobe das dann ja auch immer gerne. Ja, hat eine recht große Schrift, gefällt mir auf jeden Fall gut und habe ich auch richtig, richtig Lust drauf. Jetzt mal wieder auf so ein Jagdgedöns. Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Dann habe ich noch ein E-Book, ein Rezensionsexemplar, das ich euch zeigen kann. Da muss ich nur mal schnell meinen viel zu langen Code eingeben. Ah, ja. Das ist so ein bisschen das Einzige, was mich manchmal ein bisschen nervt. Und zwar ist das Herzens... Also das nervt mich nicht. Herzensglut nervt mich nicht. Nur das Code eingeben nervt mich manchmal. Und Herzensglutsterne macht der erste Teil von, ich weiß gar nicht wie vielen, geschrieben von Elvira Zeisler. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und ja, es ist ein Fantasy-Romantic-E-Book, in dem es, wenn ich so richtig verstanden habe, um 5 Amulette geht, die gesammelt werden müssen. Und beziehungsweise, was heißt gesammelt werden müssen? Das ist halt wieder so ein, wenn diese 5 Amulette zusammenkommen, dann passiert irgendwas Schlimmes und deswegen sollen sie nicht in die falschen Hände geraten, glaube ich. Und ja, es ist Band 1. Wenn die Herzensglut entflammt und Solomons Fluch Rubin und Saphir auf ewig vereint, wird aus wahrer Liebe der Stern zu neuer Macht erwachen. Was auch immer das heißt. Und, ja. Was wollte ich sagen? Achso, ja, die Autorin, die schreibt oder hat oder schreibt
viel Romantic Fantasy Bücher, aber dann mehr so überwiegend Romantic. Und wer mich und meinen Kanal kennt, der weiß ja schon, Romantic ist jetzt nicht übel mein Ding. Und das war das Buch, was mir von der Beschreibung her am besten gefallen hat. Und das werde ich wahrscheinlich am Wochenende lesen, einfach weil es jetzt ein Rezensionsexemplar ist. Und dann möchte ich mich am liebsten gleich auf noch ganz viele andere Bücher stürzen. Ich habe ja jetzt, nächste Woche ist ja meine letzte Schulwoche und dann habe ich Ferien. Dann kann ich hoffentlich alle Bücher lesen und also nicht alle Bücher, die noch auf meinem Sub sind, hahaha. Aber also Blind Walk habe ich jetzt richtig, richtig Lust drauf und auch auf Der Tag wird kommen habe ich jetzt richtig, richtig Lust drauf. Erstmal lese ich Herzensglut und dann schauen wir weiter. Dann habe ich noch ein paar E-Books von einer Freundin geschenkt bekommen. Da das jetzt aber zu lange dauern würde, die alle einzeln vorzustellen, werde ich euch jetzt einfach mal sagen, welche das so sind. Ich habe die Selection-Reihe, beziehungsweise die ersten zwei Teile der Selection-Reihe von Kira Cass bekommen. Dann habe ich die ersten 11 Teile und irgendwas anderes noch der House of Night Reihe von ihr bekommen. Die Trantüten von Panem, also die Verarschung von die Tribute von Panem habe ich bekommen. Das Schicksal ist ein mieser Verräter auf Deutsch habe ich von ihr bekommen. Dann habe ich die, die SMS von Letzter Nacht Reihe bekommen, beziehungsweise die 4 Bücher, die bis jetzt erschienen sind. Dann habe ich hier steht, was wir tun, wenn von Graffiti Blog. Also da muss ich mal gucken, was das ist. Und die habe ich alle geschenkt bekommen. Und ja, das war's auch schon wieder. Ich kann nochmal gerne versuchen, die Bücher hochzuhieven, wenn mir da nicht wieder alles runterfällt. Ah! Und ja, das sind nochmal alle Bücher, die ich mal wieder mir gekauft habe. S, All the Boys I Loved Before, Wolfszeit, Everything Leads to You, Der Tag wird kommen, Ich, Earl und das sterbende Mädchen und Blind Walk. Ich stelle das dann mal wieder ab. Und ja, dann ist das auch schon das Ende von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Bücher euch hier so interessieren und warum. Und ob ihr einige vielleicht schon gelesen habt. Schreibt mir auch, ob ihr Nina Blason schon gelesen habt. Das würde mich sehr interessieren. Und dann hoffe ich, das Video war nicht zu lang und hat euch gefallen. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen auf der Incard. Und dann befindet ihr meine letzten beiden Videos. Was genau das ist, weiß ich nicht, da ich nicht weiß, wann ich das Video hochlade. Höchstwahrscheinlich ist es aber auf jeden Fall eins davon, ist mein Weekend-Vlog. Und beim anderen, da müsst ihr einfach mal draufklicken und euch überraschen lassen. Und in der Infobeschreibung findet ihr alle wichtigen Links zu Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads und meinem Blog. Dann könnt ihr auch sehen, welches der schönen Schmuckstücke ich gerade lese. Und ja, wie gesagt, schreibt mir Kommentare, die lese ich immer sehr gerne. Generell Anmerkungen, Anregungen, Vorschläge, was ihr so habt. Und ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Nochmals und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!